Hallo, mein Name ist Dominik. Ich bin oft in Potsdam unterwegs. Naja, cool wäre schon ein Auto, aber entspannter geht es mit der Bahn. Einfach einsteigen und los. Ich muss mich nicht um Winterreifen und TÜV kümmern. Alles ganz bequem. Aber muss eine Bahn nicht auch einmal in die Werkstatt? Neben mir steht jetzt der Tobias, Azubi zum Industriemechaniker im dritten Lehrjahr bei den Stadtwerken Potsdam. Tobias, hier wird derzeit eine HU durchgeführt. Was ist eine HU? In welchen Intervallen wird sie durchgeführt und was macht ihr dabei? Die HU ist die Hauptuntersuchung. Die wird alle 500.000 Kilometer oder alle 8 Jahre durchgeführt. Und was wir hier machen, das zeige ich euch jetzt auch. Also bei der HU werden die Faltenbälge ausgebaut, gewartet und gereinigt. Die Sitze mit Sitzschalen und Gestänge abgebaut und Verkleidungsteile abmontiert. Bist du denn jetzt an irgendwas Speziellem tätig hier? Wir heben jetzt mit dem Wagenheber den Wagen an und wechseln dann die Lager. Tobias, wozu dient denn jetzt das Gelenk hier? Einerseits zum Tragen der Sänfte oder eines Wagenteils und andererseits ermöglicht es der Bahn, Kurven zu fahren oder, man sieht es auch hier durch die Rundung, leichte Bergauf- und Abfahrten. Okay, das ist ja allerhand. Aber um so weit zu kommen, muss man eine Grundausbildung haben. Und wo man die bekommt, schauen wir uns jetzt mal an. Wir sind jetzt hier in der Ausbildungswerkstatt und neben mir steht der Ausbilder Herr Knapp. Herr Knapp, was erlerne ich denn hier, um den verantwortungsvollen Beruf des Industriemechanikers auszuüben? Also hier in der Ausbildungswerkstatt lernen alle Berufsbilder, auch der Industriemechaniker, die Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung. Das ist einmal anreißen, feilen, sägen, bohren. Die Berufsausbildung zum Industriemechaniker ist bei den Stadtwerken umfangreich und vielseitig. Man erlernt alle wichtigen Tätigkeiten, damit wir auch in Zukunft sicher und bequem in Potsdams Straßenbahn unterwegs sein können.